So viele von euch haben mich gefragt, was das für ein Monitor ist und für ein spezieller Halter. Was ich mir da selber gebastelt habe, zusammen mit verschiedensten Tablet-Halterungen, aber auch Handy-Halterungen und natürlich dem Monitor. Genau darum soll es heute in diesem Video gehen. Und wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan for Van. Mein Name ist Markus und heute sprechen wir über das Thema zusätzlicher Monitor, Tablet-Halterung und. Wie komme ich da drauf? Einmal will ich heute unbedingt ein Thema behandeln, das ich im Fahrzeug machen kann, weil es einfach so ekelhaftes Wetter hat. Es regnet andauernd. Aber ich will nicht jammern, die Vögel zwitschern schon, der Frühling kommt. Also ich bin absolut guter Dinge, aber ich bin trotzdem froh, wenn ich wieder drinnen bin. Nach meinem letzten Video mit der besten Stellplatz-App für 2023 haben mich nämlich ganz viele von euch angesprochen und haben gefragt, was ich da für einen zusätzlichen Monitor verwende und vor allem auch, welche Tablet-Halterung ich immer wieder verwende, weil ihr gemerkt habt, dass ich da so eine Sonderkonstruktion habe. Und da habe ich mir gedacht, naja, ein eigenes Video dazu, boah, keine Ahnung. Aber dann kamen so viele Kommentare, dass ich mir gedacht habe, okay, ich nehme das auf alle Fälle mal mit rein und pack dann aber auch noch andere Halterungsthemen mit rein für zum Beispiel das Cockpit, mein Handy und so weiter, weil da immer wieder in meinen Videos die Fragen dazu kommen und deswegen packe ich das heute alles zusammen und bündel das mal und habe das Video natürlich auch wieder entsprechend in verschiedene Kapitel aufgegliedert und die könnt ihr natürlich auch unten anhand der Sprungmarken einfach aufrufen und könnt dann genau an die Stelle des Videos springen, die euch ganz besonders interessiert. Anfangen möchte ich mit dem Cockpit und da gucken wir uns mal an, welche Halterung ich da für mein Handy, aber auch für ein kleines Tablet verbaut habe und warum ich das dort so gemacht habe. Dann gehen wir gleich an meinen Arbeitsplatz und gucken uns mal an, mit welchem Monitor ich da arbeite und welche Halterung ich mir dafür konstruiert habe und warum ich das so gemacht habe und was auch das ganz Besondere an diesem Monitor ist. Und im dritten Teil, da gucken wir uns dann verschiedene Tablet-Halterungen an, mit denen ich meine Erfahrungen gesammelt habe und die möchte ich dann natürlich sehr gerne mit euch teilen. Und dann sind wir auch schon wieder durch. Heute geht es ganz schnell und knackig. Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt und es noch nicht gemacht habt, dann sehr gerne den Kanal abonnieren, auf die Glocke drücken, denn dann verpasst ihr kein Video mehr bei Fan for Van. Jeder von euch ist mir ganz herzlich willkommen und jetzt fangen wir an mit dem ersten Teil. Wir springen ins Cockpit. Und schon sind wir hier drin im Cockpit, das ist schon deutlich angenehmer als da draußen. Also, warum hat man hier Monitore hängen? Natürlich, selbstredend für ein Smartphone zum Beispiel. Oder wie in meinem Fall hier auch für ein kleines Tablet. Warum habe ich diese beiden Geräte hier? Telefon ist selbstredend, brauchen wir nicht drüber reden. Und da gibt es auch verschiedenste Halterungen. Dasselbe ist eigentlich für das Tablet. Warum habe ich hier ein Tablet? Ganz kurz erklärt. Das verwende ich eigentlich für zum Beispiel schwierigere Navigationen über Systeme, die nicht Apple Car fähig sind. Das bedeutet, ich habe hier Navigationssysteme drauf, da gibt es ja auch eigene Videos von mir, die kann ich euch gerne nochmal verlinken. Aber auch zum Beispiel Stellplatz-Apps etc. pp. Und das mache ich dann alles sehr gerne über so ein kleines Tablet. Also da habe ich verschiedenste Programme, die einfach einen größeren Display erfordern, als hier so ein Handy zur Verfügung stellt. Naja, und das alles soll natürlich so angebracht sein, dass es mich auf der einen Seite nicht ablenkt, auf der anderen Seite, dass es aber nicht weit weg ist und mich nicht irgendwie groß dazu bringt, dass ich meinen Kopf immer zu weit wegdrehen muss. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, dass die mega stabil sind. Also ich will nichts, was man hier so in die Lüftung reinklippt. Da gibt es auch Übergangslösungen oder Lösungen, gerade wenn ich ein Mietfahrzeug bin, dann mache ich das auch so. Aber eigentlich nervt es mich immer, weil mittlerweile die Telefone viel zu schwer und zu klobig sind, als dass die ordentlich halten hier in diesen Lüftungen. Und deswegen mag ich das gar nicht so gerne. Also habe ich mich dafür entschlossen, Halterungen zu verwenden, die wirklich massiv und stabil sind. Aber ich will wiederum nichts bohren. Alle Fiat Ducato-Fahrer zum Beispiel, so wie es bei mir früher war, die haben den Riesenvorteil, da ist meistens in der Mitte eine kleine Konsole, die kannst du aufklappen, da kannst du dein Handy dort reinspreizen. Das ist eine super Lösung, wenn man es nicht zu oft braucht und so weiter. Und es ist halt da, also ziemlich geil. Und ich habe mir beholfen mit Halterung von Brodit, heißen die, oder Brodit. Und da muss man immer in zwei Sachen unterscheiden. Und zwar einmal gibt es eine Halterung für das Fahrzeug speziell. Also da gibt es eigentlich für fast alle verschiedenen Fahrzeugtypen diese Halterungen. Und diese Grundhalterungen, die werden immer nur minimalst verklebt, aber auch immer so, dass man sie rückstandslos wieder wegbekommt. Und es wird nie gebohrt. Also das Ganze ist wirklich ziemlich cool. Und insofern stehe ich da total drauf. Und diese Grundhalterung, die gibt es, wie gesagt, für verschiedenste Fahrzeugtypen und dann auch für verschiedenste Positionen. Entweder hier auf der linken Seite, wie bei mir, oder hier auf der rechten Seite. Aber ihr müsst eben immer euch einmal entscheiden, weil natürlich die Halterung speziell für eine Position angefertigt ist. Und dann gibt es noch die Grundplatte für das Telefon.
Das ist jetzt in meinem Fall ist es so ein Apple-Gerät. Und auch da müsst ihr ein paar Sachen beachten. Zum einen, ob ihr das Telefon mit Hülle oder ohne Hülle benutzen wollt. Ich habe jetzt so eine einigermaßen flexible und auch wenn es offiziell nicht so auf der Webseite steht, aber das verwende ich sowohl mit als auch ohne Hülle. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, die jemand beachten muss. Und das ist auch wieder völlig unabhängig vom Handy. Und zwar, ob man hier direkt die Ladefunktion mit dabei haben möchte oder nicht. Das bedeutet, da ist dann eine Halterung mit einem integrierten Kabel oder es gibt Halterungen, wo du dann einfach selber dein Kabel anschließt. Ich habe hier noch eine sehr alte Version. Mittlerweile, glaube ich, ist das Kabel auch automatisch immer schon zu dem jeweiligen Handytyp mit dabei und ich musste immer noch selber für ein Kabel sorgen. Und dasselbe ist im Prinzip genauso hier bei der Halterung für das Tablet. Und ihr seht, bei der Halterung für das Tablet, da habe ich keine Stromversorgung dazu gewählt. Da hängt dann halt mein Kabel einfach immer so lose rum. Aber auch das ist super stabil, es ist nicht gebohrt, es ist einfach nur hier reingeklipst und dann noch an einer Seite mit einem kleinen Kleber, den man dann, wie gesagt, rückstandslos entfernen kann. Ich kann das hier einfach so reinklippen und kann mir dann natürlich auch immer das Device so anordnen, wie ich es gerade bestmöglich für meinen Blickwinkel benötige. Recht viel mehr, glaube ich, kann man schon gar nicht mehr zu diesen Halterungen sagen. Jetzt aber zu dem Monitor. Was ist es für einer? Und das will ich jetzt gleich mal aus dem Sack lassen. Das ist ein Espresso. Das ist nichts zum Trinken, sondern tatsächlich eine Marke eines Bildschirms. Wir kommen gleich zu den Spezifikationen. Erstmal kurz erklärt, warum ich überhaupt so einen Zusatzmonitor brauche. Wichtig, das ist wirklich nur ein Monitor. Das ist kein Fernseher. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Der Hauptgrund für mich ist, dass ich kein Urlaubsreisender bin, sondern ich bin Business Camper. Das bedeutet, meine Geschäftsreisen mache ich in der Regel mit dem Wohnmobil. Und das bedeutet wiederum aber auch, dass ich hier drin arbeite. Muss. Und damit meine ich jetzt gar nicht den Filmschnitt für YouTube, das ist ein Hobby, das wir miteinander teilen, sondern meine Hauptarbeit, die ist in erster Linie in der IT. Und trotzdem ist natürlich so der super Worst-Case-Filmschnitt und deswegen habe ich das Setting hier mal so aufgebaut und da ist es extrem hilfreich, einen zweiten Monitor zu haben. Im besten Fall sogar einen klein wenig größeren Monitor. Am liebsten hätte ich hier einen viel größeren Monitor, aber da hast du wieder das Problem mit dem Stromverbrauch und, und. Und jetzt muss man aber auch sagen, ich bin hier so ein Apple-Jünger. Das ist aber, glaube ich, letztlich völlig egal, aber ich kenne mich halt jetzt nur mit Apple aus, aber ich glaube, das ist mittlerweile überall gleich. Ich habe auch ein Tablet von Apple und das wiederum bedeutet, ich kann hier, wenn ich das möchte, auch das Tablet als zweiten Monitor verwenden. Und das ist super einfach. Man geht hier einfach drauf und verbindet dann das entsprechende Tablet. Das Ganze funktioniert kinderleicht. Mit wenigen Klicks kann man seinen Bildschirm entweder erweitern oder spiegeln. Und das Ganze ohne Kabel. It's magic. Und das wiederum bedeutet, ich kann hier ganz einfach die Fenster hier nach links überlegen. Ich kann aber natürlich auch nach oben gehen, nach unten bleiben. Also ich kann jetzt mit diesen drei Monitoren arbeiten. Wie gesagt, als Otto-Normalverbraucher musst du es natürlich nicht machen, aber wenn du im IT-Bereich unterwegs bist, viel mit dem Computer arbeitest, dann kann das eben sehr, sehr hilfreich sein. Das ist der Hintergrund, warum ich gerne mit so einem Setting arbeite. Die Größe des Espresso-Displays liegt bei 5,6 Zoll. Es wiegt 865 Gramm. Das Besondere dabei ist, wie dünn es ist, denn es misst gerade mal 5,3 mm. Und dabei handelt es sich um einen Touchscreen, der sogar noch eingebaute Lautsprecher besitzt. Die Auflösung beträgt 1080p, also Full HD. Die Lichtstärke liegt bei 300. Damit man es besser vergleichen sollte, ein Bildschirm, den man in der Sonne benutzen möchte, muss mindestens 400 bis 500 Nits haben. Aber in einem Schattenplätzchen lässt es sich auch mit diesem Bildschirm arbeiten. Die Response Time liegt bei 60 Hertz und wir sprechen hier von 16,2 Millionen Farben. Er kann sowohl für Apple, Microsoft, Linux und Android-Systeme verwendet werden. Wobei ich bei meinem Mac für die Verwendung des Touchscreens einen Extra-Treiber gebraucht hatte. Das Beste für mich ist allerdings, dass ich ihn mit nur einem Kabel betreiben kann. Das bedeutet, ich verbinde den Display mit einem USB-C-Kabel zusammen mit meinem Laptop und habe dann die Stromversorgung, aber auch natürlich Ton und Bild auf meinem Display. Dabei ist er sehr stromsparend. Ich kann euch sagen, in Summe kann ich immer so zwischen 4 bis 6 Stunden mit beiden Systemen komplett autark arbeiten und das finde ich wirklich sensationell. Aber das Ganze hat natürlich auch seinen Preis und der ist wirklich stolz, denn der liegt bei 539 Euro für die größte Variante, wie man sie hier sehen kann. Jetzt aber zur Halterung. Und bei der Halterung sei gesagt, am Ende
ist es egal, welchen Monitor er verwendet. Das funktioniert alles auch mit dem iPad. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich habe hier nämlich keine Monitorhalterung genommen. Das ginge auch erstmal gar nicht wirklich. Also es geht schon, es ist jetzt alles ein bisschen komplizierter. Also es gibt hier bei dem Espresso auch so eine Halterung. Und das Ganze, und ihr seht es hier schon, es wird nie montiert, sondern das Ganze funktioniert immer mit Magnet. Und das ist wirklich richtig cool. Ich war am Anfang so naiv und habe mir den Ständer hier mitbestellt. Aber ganz ehrlich, würde ich gar nicht machen, weil der ist halt immer sehr niedrig. Das bedeutet, du schaust immer runter und das will ich eigentlich nicht. Ich will eigentlich den Monitor ungefähr auf Augenhöhe haben. Und das habe ich gelernt, ist bei Tablet-Halterung ganz, ganz schwierig. Jetzt kannst du dir aber auch einen Adapter mitbestellen, der auf eine ganz normale Display-Halterung geht. Und das kann ich euch hier hinten mal zeigen, auf so eine Wese-Halterung. Und damit kannst du den auch wieder überall festmontieren. Aber solche Halterungen waren mir wieder fürs Wohnmobil zu klobig und auch zu unflexibel. Was habe ich gemacht? Ich habe mir hier eine Tablet-Halterung gesucht und da solltet ihr auf ein paar Sachen achten. Und zwar einmal habe ich eine ganz spezielle gesucht, die hier wirklich sehr, sehr hoch geht. Die meisten gehen auch nicht so hoch, sondern immer nur auf diese Höhe. Und das ist mir dann vom Augenabstand her auch wieder zu gering. Also habe ich mir das hier gesucht und habe eine gesucht, die möglichst weit aufgeht, damit ich da zum Beispiel auch mein Tablet mit reinspannen kann, damit ich da also auch wieder flexibel bleibe. Jetzt habe ich hier aber keine Wese-Halterung. Also habe ich mir einfach aus Holz was ausgeschnitten und habe hier kleine Schäublein reingemacht, damit ich diese Magnethalterung für den Display hier ganz einfach einspannen kann. Jetzt kann man sagen, warum hast du diese Halterung extra gemacht? Das ist ganz einfach, weil du kannst dir eine kleinere Halterung nehmen und dann wird sogar der Magnet hier direkt reinpassen, diese Adapterplatte. Aber das Problem dann wiederum ist, dass hier diese Teilchen, die stehen dann zu weit vor und damit hält der Display nicht. Der muss wirklich total plan hier dran halten. Ich zeige euch das mal. Also ist ja auch klar, als Magnet, das muss hier direkt dran gehen. Wenn da jetzt nochmal eine Halterung dazwischen ist, dann ist hier ein Abstand und dann hält es nicht mehr gut. Worauf man jetzt aber achten muss, ist nicht nur die Höhe dieses Ständers, sondern man sollte auch darauf achten, dass der das Gewicht ab kann. Also dass ich hier verstellbare Schrauben habe, denn das habe ich auch gelernt, der Monitor hat natürlich ein Gewicht und gerade in der Höhe mit diesen Winkeln ist es sehr unvorteilhaft erstmal. Und wenn du dann Systeme hast, die ständig einknicken, dann macht das Arbeiten auch wiederum keinen Spaß. So habe ich das Ganze also jetzt gemacht. Ich versuche euch diese ganzen Sachen hier unten zu verlinken, dass ihr das alles irgendwo findet. Ich meine, obwohl ich überhaupt kein Fan von dem großen A bin, ich bin ganz ehrlich, aber ich meine, diesen Ständer habe ich über das große A bekommen. Und wenn ich den Link gleich nochmal finde, dann stelle ich euch den natürlich auch in die Videobeschreibung. So, das ist eigentlich auch schon das ganze Hexenwerk und das zieht sich jetzt natürlich durch. Das heißt, ich kann mir hinten zum Beispiel auch so eine Tablet-Halterung machen. Aber das, würde ich sagen, leitet uns jetzt sehr gut zum letzten Punkt über, und zwar generell Tablet-Halterung. Jetzt seht ihr hier eine andere Halterung. Das ist eigentlich eine Halterung, die dafür gedacht ist, dass ich die Passagiere, die im Vorsitzen, mit Videos bespaßen kann, während wir fahren. Das spannt man hier ganz einfach vorne in die Kopfstütze ein und hält auch wirklich bombig. Es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen billig und man hört es. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber das hat so einen ganz fiesen Schepperton, wenn das so blöd drin liegt. Das heißt, ich nehme das immer so ein bisschen raus und dann hast du diese Geräusche nicht mehr. Für mein kleines Tablet funktioniert das gut. Du kannst es dann auch entsprechend drehen, wie du es brauchst. Kannst natürlich auch andersrum einspannen, das wäre auch kein Problem. Aber zum Arbeiten ist mir das zu klein, das ist einfach nur ein Mäusemonitor. Aber ich kann jetzt natürlich wieder hergehen, wenn es ganz schnell gehen muss und ich das andere System nicht aufbauen möchte, dann kann ich das hier einfach einspannen und kann hier auch weiterhin meinen Espresso-Monitor super schnell einsatzbereit verwenden. Aber ihr merkt schon, es ist alles ein bisschen wackeliger. Aber wenn ich einfach nur schnell arbeiten möchte, funktioniert das genauso. Wenn ich alleine bin, ist das auch kein Problem, weil da bleibt mein Sitz meistens sowieso in dieser Einstellung, damit ich immer fahrbereit bin. Also insofern funktioniert das gut. Ich würde den aber nie während der Fahrt dran lassen, weil das ist mir, also dafür ist einfach zu schwer und das wäre zu wackelig. Dafür ist diese halt auch nicht gemacht. Und es gibt natürlich auch solche Ständer. Damit habe ich ehrlicherweise sogar begonnen. Das ist einfach nur ein Tischständer, da stellst du das Ganze hin. Die ist wirklich insofern cool, weil sie sehr fest ist. Ich kann sie auch nachalitieren und du kannst auch große Tablets hier einspannen. Wunderbar. Der Espresso-Bildschirm geht hier allerdings nicht einzuspannen. Da musst du wieder mit der Adapterplatte arbeiten. Aber wir haben ja schon gelernt, das ist kein Problem, zumal der auch wirklich sehr, sehr stabil ist.
Der Nachteil hier ist wiederum, er hat nicht so die Höhe, die mir taugt, um wirklich zu arbeiten. Aber wenn du das irgendwo hinstellen möchtest, um zu, einfach nur ein Video zu gucken oder so, dann ist das optimal und dafür finde ich das auch wirklich fein. Jetzt haben wir Tablet-Halterungen gesehen, die ich auf drei verschiedene Arten fixieren kann. Einmal an eine Tischplatte ranschrauben, einmal im Vordersitz an der Kopfstütze fixieren oder einspreizen und einmal einfach nur normal als Tischständer. Aber es gibt noch eine vierte Variante und die hatte ich in meinem Fahrzeug früher. Jetzt hier habe ich gar keine, ehrlicherweise, aber ich zeige es euch trotzdem. Und da habe ich das Ganze einfach auf der Rückseite von der Badezimmerwand angeschraubt und konnte dann immer mein Tablet einspreizen und konnte dann ganz gemütlich im Bett Fernsehen gucken oder halt Video streamen, was auch immer. Und das Ganze habe ich ehrlicherweise in dem neuen Fahrzeug hier noch nie gemacht, deswegen habe ich hier überhaupt keinen Bedarf. Und wenn, dann könnte man ja auch sagen, okay, ich nehme hier einfach diesen Ständer und stelle mir den hier hin und gucke dann gemütlich, auch wenn es vielleicht nicht ganz so komfortabel in der Einstellung ist. Und damit fällt mir eigentlich auch gar nicht mehr so viel mehr ein, wie man Tablets irgendwie großartig unterschiedlich befestigen kann. Wenn ihr da noch was habt, sehr gerne ab mit euch in die Kommentare. Ja, und damit sind wir auch schon wieder durch mit dem heutigen Video. Es war heute kurz und knackig, aber ich hoffe, ihr habt alles mitnehmen können, was euch interessiert. Wenn noch weitere Fragen sind, dann sehr gerne ab mit euch unten in die Kommentare und dann versuche ich euch so schnell wie möglich daraufhin zu antworten. Und natürlich auch super gerne Hinweise und nochmal ein paar Tipps von eurer Seite, wie ihr das alles löst. Darüber sind wir dann alle in der Community, glaube ich, sehr, sehr dankbar. Und jetzt sage ich einfach nochmal herzlichen Dank fürs Gucken. Lasst super gerne ein Like da, wenn ihr sagt, vielen Dank für diese Information. Das ist für mich immer eine tolle Bestätigung. Und wenn ihr total wild seid und solche Videos nicht mehr verpassen wollt, wie schon gesagt, dann sehr gerne den Kanal abonnieren, kurz auf die Glocke drücken, denn dann werdet ihr auch immer informiert, sobald es ein neues Video bei Fan4Van gibt. Und jetzt wünsche ich euch, trotz dieses ekelhaften Wetters, aber es gibt ja nur, wenn dann schlechte Kleidung, wir wissen, wie es ist, wünsche ich euch alles, alles Gute. Der ein oder andere ist vielleicht von euch schon auf großer Ostertour, wohin auch immer ihr fahrt. Ich wünsche euch ganz, ganz tolle Touren und das Wichtigste ist, kommt gesund und glücklich wieder zurück und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, alles Gute, euer Markus. Ciao.